Und dann kommen wir zum schönen Niedersachsen, meine Heimat. Ne? Ich bin ja gebürtiger Niedersachse. Das ist von daher ja, sehr niedersächsisch eigentlich, das niedersächsische Waldgesetz bzw. die Waldgesetzgebung. Es ist jeder noch so kleine Scheiß, haarklein, detailliert geregelt. Ne? Sehr gründlich, so ein Niedersachse, also so urdeutsch. Wenn man noch ein bisschen mit Vorurteilen um sich werfen möchte. Das ist aber ehrlich gesagt nicht verkehrt, weil damit weiß man in Niedersachsen ganz genau, was man darf und was man nicht darf. Und es gibt erheblich weniger Grauzonen als überall sonst. Nämlich und, was es zum besten Bundesland meiner Meinung nach für waldtechnische Vorhaben macht, also rein rechtlich gesehen natürlich, nicht unbedingt landschaftlich, da kann man sich streiten, aber rein rechtlich gesehen ist es meiner Meinung nach das beste Bundesland, weil es das einzige Bundesland ist, in dem man Feuer machen darf. Unter bestimmten Bedingungen. Wichtig, unter bestimmten Bedingungen. Aber es geht. Es geht sonst nirgends, außer man muss jemanden fragen. Aber in Niedersachsen darf man Feuer machen, ohne jemanden zu fragen, unter bestimmten Bedingungen. So, wir fangen an mit Betreten. Da gilt es ähnlich wie in Baden-Württemberg. Betreten dürf alles, nur nicht Verjüngung. Ne? Naturverjüngungsflächen, forstliche Anpflanzungen und irgendwelche Bereiche, wo empfindliche Pflänzchen wachsen, die man kaputt machen könnte. Sonst darf man betreten. Beim Sammeln gibt es sogar noch mal eine kleine Sondereinschränkung, die ist aber nicht besonders schlimm. Man darf beim Sammeln Pflanzen nicht beschädigen. Das heißt, keine Zweige, keine dickeren Äste frisch von der Pflanze, keine Forstpflanzen beschädigen, keine sonstigen Pflanzen beschädigen. Man darf überhaupt keine Pflanzen beschädigen beim Sammeln ohne vernünftigen Grund. So, und jetzt muss man sich halt jedes Mal, wenn man dann doch mal irgendwie tatsächlich eine Pflanze beschädigen möchte, einen vernünftigen Grund überlegen. Und da hatten wir auch schon mal genannt, glaube ich, in einem anderen Teil dieser Reihe, wenn man sich einen schönen Wanderstock schnitzen möchte und dafür einen Haselast braucht und genau darlegt, wie dieser Wanderstock dann am Ende aussehen soll und was man da für tolle Pläne hat, dann wird auch da wahrscheinlich keiner was dagegen haben, weil das Anfertigen eines schönen Wanderstockes als kleine Bastel- und Handwerksübung in Anführungszeichen, sicherlich irgendwo als vernünftiger Grund angesehen wird, wenn man das halt nicht allzu oft macht. Und das kann man ja betonen, dass man das nicht allzu oft macht, sondern du es nur mal ausnahmsweise und man in seinem Leben jetzt einmal einen Haselstock absägen möchte. Auch wenn man das in seinem Leben schon ein paar Mal mehr gemacht hat, aber das braucht ja keiner wissen. Ne? Aber es geht wirklich um die Menge und um die Verhältnismäßigkeit und auch Bärlauch sammeln, was ja natürlich auch das Beschädigen von Pflanzen darstellt, sollte auch problemlos möglich sein, weil man ja das ja esse möchte. Und dann gilt halt zusätzlich eben wieder die Handstrauß-Größenregelung. Soll heißen, selbst wenn man jetzt aus vernünftigem Grund sich einen Haselstock absägt, dann sollte es bei diesem einen Haselstock aus vernünftigem Grund auch bleiben, wegen dem Handstrauch in Anführungszeichen. Einfach die Mengenregelung. Das wäre nochmal wichtig. Aber es geht, man muss nur sich überlegen, was man damit machen soll. Das könnte sein, dass jemand nachfragt. Holz. Es ist nur verboten, aufgeschichtetes oder sonst irgendwie zusammengetragenes Holz zu sammeln bzw. zu entwenden. Es ist nicht ausdrücklich verboten und da in Niedersachsen ja alles ausdrücklich geregelt ist oder halt eben nicht und dann erlaubt ist, wegen Verbotsvorbehalt, könnte man in Niedersachsen schon sehr davon ausgehen, das würde auch zusammenpassen mit der Tatsache, dass man ein Feuer machen darf, dass man Holz sammeln darf. Kleines Holz, Kleinholz, Zeug, das keiner haben möchte, das nicht schon jemand anders zusammengetragen hat und irgendwo aufgeschichtet hat und so weiter und so fort. Man darf keine Pflanzen beschädigen, das wieder im Hinterkopf behalten, also nichts vom Baum abbrechen oder sonst wie, was andernorts dann wieder eine Grauzone darstellt, in Niedersachsen ausdrücklich eben entsprechend verboten. Und der vernünftige Grund fehlt dann auch, weil man ja genügend Holz wahrscheinlich am Waldboden finden wird, was man dann da wieder entsprechend sammeln darf. Man sollte es aber auch hier mit den Mengen nicht übertreiben. Man darf also sicher für den persönlichen Gebrauch, sprich für ein kleines Lagerfeuerchen, das man ja dann gegebenenfalls machen darf, dafür darf man sein Holz sammeln. Was man nicht mehr darf, ist mit einem riesigen Karren in den Wald fahren oder am besten noch mit dem Auto und einem Anhänger und den total vollladen mit allem, was man an Holz findet, auch wenn es nicht, auch wenn es nur Totholz ist und damit wieder nach Hause fahren. Das wäre nicht mehr verhältnismäßig. Das würde auch eine Beeinträchtigung des Waldes, des Ökosystems Wald darstellen. Und grundsätzlich gilt ja in allen Bundesländern, ich möchte es an dieser Stelle nochmal erwähnen, man darf den Wald nicht negativ beeinträchtigen und auch niemanden stören, der sich im Wald aufhält und das Wild nur, sofern unbedingt möglich und nicht unvermeidbar, eben entsprechend stören.
hören. Ne? Und einen Karren voll Holz aus dem Wald holen ist eine Beeinträchtigung. Das darf man dann, wenn einem der Wald gehört. Klar, aber als Autonomalverbraucher einfach auf fremder Leute Grundstück? Nein. Feuer. Super Spezialfall Niedersachsen. Feuer ist erlaubt von November bis Februar. 1. November bis Ende Februar, je nachdem wie kurz oder lang der gerade ist. Ne? Tada! Tatsächlich ein wildes Feuerchen. Aber wenn man ein Feuer anzündet, dann muss man es beaufsichtigen. Wichtig. Feuer vernünftig beaufsichtigen und auch grundsätzlich ein bitte vernünftiges Feuer mit vernünftiger Feuerstelle, wenn dann überhaupt. Ne? Dazu kommt dann noch erschwerend, dass das Verbot zum Feuermachen, das ja in den Sommermonaten sehr wohl besteht und dann darf auch gar keiner Feuer machen, außer mit Genehmigung, auch ausgeweitet werden kann in die Wintermonate. Das heißt, wenn man wirklich vorhat, im größeren Maßstab ein bisschen Feuer machen in Niedersachsen zu wollen oder sich da auch länger aufhält, weil man nach Niedersachsen gefahren ist, um dort mal Feuer machen zu dürfen, legal, dann sollte man sich vorher entsprechend schlau machen, wie das gerade mit dem Feuerverbot entsprechend aussieht, muss man bei der entsprechenden Gemeinde wahrscheinlich am besten nochmal nachfragen. Wobei, da möchte man vielleicht nicht nachfragen, nachher kommen die auf die Idee, was, sie wollen Feuer machen? Das steht zwar so im Gesetz, dass sie das theoretisch dürfen, aber wir wollen das trotzdem nicht. Bob! Das könnte nämlich auch noch passieren, deswegen am besten einfach mal im Internet wirklich gründlich recherchieren. Und ihr seht ja selber, wie es wettertechnisch aussieht, wenn Waldbrandgefahr herrscht. Oder guckt mal beim Deutschen Wetterdienst beim Waldbrandgefahrenindex, dann dürft ihr auch kein Feuer machen. Wenn überhaupt kein Waldbrandgefahr herrscht, weil es gerade nass ist wie Sau und am besten noch in dem Moment regnet, wo ihr ein Feuer machen wollt, dann viel Spaß. So, dann gilt noch, Rauchen kann verboten werden, sonst ist es erlaubt. Also sprich, wenn es ganz, ganz trocken, ganz, ganz Waldbrandgefahr, dann werden sie es nochmal separat verbieten, aber ansonsten darf man. Radfahren ist dann auf Wegen gestattet, auch da wieder sehr liberal, wenn es nicht anders angezeigt ist. Jetzt muss man wissen, der Niedersachse hängt super gerne Verbotsschilder auf. Demzufolge gibt es nach meiner Erfahrung, und ich bin da ja leider nur relativ kurz aufgewachsen, ich wäre jetzt rückwirkend, hätte ich noch ein paar Jährchen länger bleiben können. Aber im Schwarzwald war es auch schön, so ist das nicht. Und noch aus dieser Zeit weiß ich, der Niedersachse hängt super gern Verbotsschilder auf, weil ich habe viele davon mal angeschaut. Nicht etwa ignoriert, nein, als 10-Jähriger, nein, oh Gott, nein. Das heißt, man wird sicherlich den einen oder anderen Weg finden können, an dem es verboten ist, aber im Regelfall darf man. Gut, dann Zelten. Darf man dann, wenn der Waldbesitzer zustimmt, dann aber, und da gibt es nochmal eine Sonderregelung, auf wenige Tage und geringen Umfang beschränkt. Sprich auch nicht dauernd. Also sprich nicht wenige Tage pro Woche, sondern wenige Tage mal im Jahr 2017 oder dann vielleicht nochmal wenige Tage im Jahr 2018. Irgendwie sowas, ne? Aber nicht dauerhaft einfach. Nur dass die Belastung, das ist einfach auch als Schutz fürs Ökosystem gedacht, dass die Belastung durch Leute, die da wohnen, in Anführungszeichen, schön gleichmäßig verteilt wird und nicht so oft stattfindet. So, und dann kommen wir noch zum Schlafen. Und da haben wir dann keine Regelung, soll heißen, im Wald pennen bei Lagerfeuer, dass man beaufsichtigen muss. Das heißt, es darf nicht mehr brennen, wenn man schläft. Wichtig, ist in Niedersachsen möglich. Danke, liebes Niedersachsen, auch wenn es da viele Verbotsschilder gibt. Aber Niedersachsen, meiner Meinung nach, wirklich das schönste Bundesland für Waldaufenthalte.